Hallo an alle. Jetzt war schon wieder ein sehr, sehr schöner Fall bei mir heute, ein Patient, den ich jetzt gleich mal zeige. Es ist ein Video selbsterklärend. Das Schöne daran ist, dass man mal erkennt, was der Lotdurchgang bedeutet. Und der Patient, sehen Sie gleich, ist ein professioneller Dartspieler, der sehr natürlich sehr schnell bemerkt, wenn da irgendwas in seiner Bewegung nicht stimmt. Schaut es euch erstmal an und dann. Also, okay, Sie sind professioneller Dartspieler. Jawohl. Jetzt erzählen Sie mir mal genau das, was Sie gerade gesagt haben, mit dieser Bewegung. Das Problem ist, dass es schwer ist, diese Felder zu treffen. Man Diese stellt sich kleinen. quasi an das Dartboard hin, man nimmt diesen Dart, zieht aus und macht eine fließende, durchgehende Bewegung. Das funktioniert nicht mehr. Die ersten paar Minuten wohl ein bisschen besser, danach Wie schlechter. viele Würfe haben Sie, bis es anfängt, dass es nicht mehr funktioniert? Es sind manchmal ein paar Minuten und manchmal ist es vom ersten Wurf an schon. Und dann läuft es nicht mehr rund. Das läuft nicht mehr rum, das heißt, man kommt in Stocken, man zieht aus, macht einen Ruck und zieht dann erst durch. Man trifft natürlich nichts mehr. Diese Bewegung, die läuft einfach nicht mehr. Das geht aber dann so weit, bis ich dann wirklich dastehe, ausziehe und nicht mehr werfen kann. Haben Sie dabei Schmerzen irgendwo oder so? Baut sich dann eine Spannung auf? Ja, und zwar im Nackenbereich, wenn man es so mal salopp sagt, an der Wirbelsäule runter und hauptsächlich auch hier hinten drin. Okay, Habe ich ich den mache jetzt einfach Riegel auf weiter. die Waage gestellt. Das kennt man ja. Also es ist kein besonders wichtiger Test, aber es ist halt doch immer beeindruckend. Hier haben wir jetzt 42 Kilo, hier haben wir auch 42 Kilo. Das heißt, hier sind Sie schön ausgeglichen und mittig. Gut, Herr Riegel, dann bitte Soll mal ich Sie auf mal eben den blockieren? Hocker. Das ist ja, was Sie haben. Ich meine, die Mitte ist was anderes. Ja. Ich stehe gerade hinsetzen. Das ist ja so. Sie sind ja kerngesund. Na, da kann sie in Streifen schneiden und das Mikroskop legen. Und alles ist gut. Okay. Aber Ihr Bindegewebsorgan, das ja die Bewegung, eigentlich die Bewegung sicherstellt und ermöglicht, weil es alles misst, was da mit Bewegung zu tun hat, ne? Die Stellung Ihrer Gelenke, die Spannung Ihrer Sehnen und so weiter, Okay. das scheint nicht genug richtig zu funktionieren. Und deswegen kommen Sie nicht mehr bei Ihren Würfen in diese Entspannungsphase des Lotdurchgangs. Und deswegen läuft das nicht mehr rund. Und dann treffen Sie einfach. Okay. Okay. Ich deblockiere Sie schnell mal. Ja. Einmal die Kiefer anschauen. Haben Sie ja rechts auch eine Blockade des Kiefergelenks? Bitte den Mund ein bisschen aufmachen. Ich bin clean Corona-mäßig. Letzter Test von gestern ist negativ. Gell? Also keine Sorge. Alles Lass gut. uns fallen, die rüber. Gut. Hören Sie das? Ha? Oh Das ja. sind schon mal klare Blockaden und natürlich wird der Arm aus dem Halsbereich gesteuert. Na, da habe ich auch Schmerzen dahinter, ne? Genau. Also Sie haben irgendwo irgendeine Erkrankung, die macht, dass Ihr myofasziales Organ spinnt. Und dann stürzt Ihnen der Rechner irgendwo ab, so halten. Und dann kriegen Sie diese Bewegung nicht mehr hin. Ich nehme mich hinter Sie, Sie und Sie lehnen sich an mich dran. Okay, gut. Dann bitte auf den Bauch, auf den So. Rücken. So. Das geht aber. Wie im richtigen Leben halt. Das wollen wir nicht hoffen. Die Metapher des 41. Geburtstages. Einatmen. Viele haben heute Geburtstag. Ausatmen. Ja, dann machen Sie weiter Blockaden. Ja, das haben wir können. Ne? Jetzt lege ich Sie mal, jetzt mal auf den Rücken legen, bitte. Und bequem hinlegen, genau. Jetzt bitte mal aufsetzen. Hochgehen, 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 hochgehen. Gut, nochmal hinlegen, bitte. Fest zubeißen. Hochgehen. Okay, schön, sind Sie gerade, also Sie bleiben. Manche Menschen, ne, die jetzt zum Beispiel ein Bissproblem haben, die werden, wenn sie dann zubeißen, schief. Okay. Aber bei Ihnen ist alles super, das heißt, das haben Sie nicht. Jetzt werde ich Sie austesten. Muss mal schauen, ob die Kameraeinstellung stimmt. Das betrifft jeden, in jeder Bewegung. Ja. Tennisspieler, okay. Der Tennisellbogen hat. Ne? Ein Grauler, der die falsche Technik oder der mal die Technik vergisst oder der mal die Technik oder verspannt ins Wasser geht oder irgendwie sowas, die kriegen Man das macht sich auch. nämlich schon Gedanken, ob man immer alle am Sender hat, ne? Weil das ist ja über Jahre hinweg, ich habe stundenlang Dart spielen können, ich habe Spaß daran gehabt, ne?
Und irgendwann fängt es an. Ja, und Sie haben was. Ne? Sie haben was, was verhindert, dass Ihre festgelegten Programme, die Sie alle noch können, die Sie auch nicht verloren haben, die können nicht mehr ans Endorgan, weil die Vermittlung des Bindegewebeorgans, die ist irgendwie gestört. Und das findet man jetzt raus. Zeige ich euch bitte, das zeige ich euch jetzt alles das erste Mal. Weil das natürlich für viele jetzt sehr esoterisch ausschaut. Ich habe die Methode schon ganz früh gelernt und mache die seit ungefähr 35 Jahren. Sowas ähnliches wie Kinesiologie. Ein Organismus sendet eine Information darüber auf, was mit ihm los ist. Sie sind Rechtshänder. Ja. Ich will dazu jetzt auch gar nichts sagen. Ich versuche die Ursache der myofaszialen Störung zu finden. Da haben Sie was entzündet. Mal schauen, wo. Ja, da oben. Darf ich jetzt mal, nehmen Sie mal die Maske ab, bitte. Ich muss schauen, Sie haben irgendwas im Kieferbereich. Auf der rechten Seite. Machen Sie bitte mal den Mund weit auf. Ja, Sie haben eigentlich sehr, sehr schöne Zähne. Darf ich mal gucken? Natürlich. Ah, der hat aber was. Der hat eine Füllung. Okay. Und viele Erfüllungen. Also momentan auch OP im Handgelenk. Ich kann das Handgelenk kaum belasten momentan. Ne? Vielleicht, dass das auch damit zusammenhängt, ja, weil Sie... Ja, genau. Das ist die gleiche Störung. Okay. Also, ist eigentlich was stinklangweiliges, muss man sagen. Es ist halt, wie alt ist denn die Füllung? Oder diese Füllungen? Boah, die sind schon teilweise seit Kindesalter drin. Also die ist, das ist eine Kunststofffüllung. Mhm. Ich denke, die ist undicht irgendwo. Okay. Sind Sie kälteempfindlich mit dem Zahn oder wärmeempfindlich oder irgendwas? Mehr Kälte, also wenn dann mehr kälteempfindlich. Okay. Aber das schon an allen Zähnen und das eigentlich schon seit Kindheit. Alles klar, na gut, dann ist es das nicht. Ne? Aber es ist das. Dann muss ich Sie jetzt, glaube ich, einfach mal bloß zum Zahnarzt schicken. Der muss die Füllung gleich noch erzählen. Natürlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6. Also bitte sehr, da ist die Füllung an dem Ding und ich, dann ist Rumoren ein bisschen in der Tiefe und deswegen funktioniert das. Das war jetzt mal ein sehr, sehr schöner Fall, wo jemand, der sehr dezidiert berichtet und sich sehr, 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 sehr gut beobachtet, eben merkt, dass sein myofasziales Organ nicht stimmt, nicht richtig funktioniert, also seine Bewegung nicht mehr richtig, er seine Beweglichkeit nicht mehr richtig steuern kann. Zu der Methode, die ich da mache, das ist, schaut wahnsinnig esoterisch aus. Ich bin kein esoterischer Mensch, ich bin hoffentlich, ich denke, glaube hoffentlich wissenschaftlich, aber ich habe mit 14 Jahren das gelernt und es funktioniert einfach. Ich weiß nicht, warum es funktioniert. Die Information eines Menschen oder eines Organismus abzunehmen, aber es funktioniert, genauso wie in der Kinesiologie und man kann damit vielen Menschen helfen, die funktionell erkrankt sind. Wenn also alles in Ordnung ist, die Hardware funktioniert, aber die Software spinnt, dann findet man das mit solchen Methoden. Wenn ein Organ verändert ist, ein großes Herz bei einem 80-Jährigen, das nicht mehr richtig pumpt, dann bin ich heilfroh, dass ich Schulmediziner auch bin. Oder wenn ich eine Lungenentzündung habe, eine fulminante, bin ich auch froh, dass ich ein Antibiotikum zur Verfügung habe. Aber diese Erkrankungen, die somatischen Erkrankungen sind eher Erkrankungen des Alters und ich habe es meistens mit jüngeren Patienten zu tun, die dann eben nur funktionell erkrankt sind, die muss ich dann so diagnostizieren. Also ich bin kein Esoteriker, die Methode funktioniert. Bei ihm hat es jetzt gezeigt, dass da irgendwas am 1,6er ist. Ich glaube, es ist kein Frühkontakt, denn bei dem Test, wo er mit zugebissenen Zähnen nach oben kommen musste, waren die Malleoli völlig ausgeglichen. Das heißt, ein Druckstress im Kieferapparat würde bei einer Asymmetrie des Kiefers dazu führen, dass er sich schräg steuert und dann mit den Beinen an Vorschub zeigt. Das war nicht der Fall. Ich denke, der hat eine undichte Krone da oben, die dann durch die
durch die entzündliche Aktivität, die der Patient oft überhaupt nicht spürt und auch nicht, muss nicht in der Vitalitätsprüfung empfindlich sein. Das heißt, er muss nicht Kälte oder Wärme empfindlich sein. Trotzdem macht diese, sage ich mal, Schwellung oder was, eine Affizierung des myofaszialen Organs und dann wird Neurogen vermittelt, kompensiert und dann kommt er in die Verspannung über seinen Nacken hier und dann läuft das nicht mehr rund. Er ist jetzt beim Zahnarzt, ich bin gespannt, was rauskommt. Ich würde Sie auf jeden Fall da nochmal informieren oder es auf unserer Seite noch posten, was rausgekommen ist. Aber das war jetzt mal ein eindrücklicher und sehr schöner Fall, auch mal mit der Anamnese. Schönes Wochenende, bleiben Sie. Ja. Und ich bin schon zu Hause, möchte aber jetzt trotzdem noch diesen interessanten Fall von heute Vormittag beenden, denn ich habe mittlerweile von meinem Kollegen Ginner den Befund bekommen und seine Meinung zu dem Ganzen. Also er hat die Regio 6 untersucht, 1,6 und natürlich 4,6 untersucht. Die Zähne sind alle vital, an der Füllung war auch nichts, aber... Und das ist mir vorhin bei der Untersuchung einfach entgangen, weil ich nur nicht von Bukal angeguckt habe. Der Patient hat Bukal am 1,6 wohl so eine Retention der Gingiva bis in den mobilen Schleimhaut, in den mobilen Anteil der Wangenschleimhaut. Also im Prinzip eine riesige Lyse des Bandzahnaufhängung und interessanterweise wohl im OPG-Panorama bildende Verschattung der Kieferhöhle auch noch. Also der Zahn scheint gesund zu sein, aber die Gingiva, das Zahnfleisch drumherum, die Zahnaufhängung ist beherdet und scheint sich durch diese kleine Lamina im Spitzenbereich sogar dann schon irgendwie da in die Kieferhöhle fortzusetzen. Der Patient, wohlgemerkt, spürt von all diesen Dingen gar nichts. Er hat nur den fehlenden Lotdurchgang bei seiner Sportart. Das geht jetzt so weit, dass er zu einem Spezialisten irgendwo weiter weg muss, der dann diesen Defekt deckt, den Herd saniert und die Gingiva wieder normalisiert, die gingivalen Verhältnisse wieder normalisiert. Ich bin sehr gespannt. Ich werde sicherlich, wenn der Patient nochmal kommen sollte, wenn er nicht mehr kommt, ist er gesund, wenn er nochmal kommen sollte, weiter berichten. Aber so komplex kann das myofasziale Organ gestört sein. Dankeschön.